Für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, wir sind dran, miteinander die Prophezeiungen aus dem Alten Testament anzuschauen in Bezug auf das erste Kommen von Jesus Christus. Es gibt ja über 300 erfüllte Prophezeiungen. Seit längerer Zeit sind wir an den sogenannten messianischen Psalmen, also an den Psalmen, die ausgesprochen auf Jesus Christus hinweisen. Es ist nicht so, dass wir alle Psalmverse besehen, wo ein Hinweis auf Jesus Christus da ist, sondern wir haben ganz besonders diese Psalmen jetzt ausgewählt, die sehr umfangreich und sehr schwerpunktmäßig auf Christus hinweisen. Letztes Mal hatten wir noch Psalm 72 angeschaut und wir haben gesehen, wie da zwar insbesondere Jesus Christus bei seinem zweiten Kommen als König beschrieben wird, aber wie eben manches daraus sich bereits bei seinem ersten Kommen erfüllt hat. Jetzt, heute, wollen wir miteinander Psalm 74 genauer anschauen. Es geht hier um das Thema der Untergang des Tempels als Folge der Verwerfung des Messias. Lesen wir einfach mal Psalm 74 zusammen durch. Wer tut das für uns? Danke, Edi. Eine Unterweisung Asaphs. Gott, warum verstößest du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, an dem Berg Zion, auf dem du wohnest. Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange Wüste liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deinem Hause und stellen ihre Zeichen darin auf. Hoch sieht man Äxte sich heben, wie im Dickicht des Waldes. Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk mit Beilen und Hacken. Sie verbrennen dein Heiligtum, bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens. Sie sprechen in ihrem Herzen, lasst uns sie ganz unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da und keiner ist bei uns, der etwas weiß. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende. Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du hast das Meer gespalten durch deine Kraft, zerschmettert die Köpfe der Drachen im Meer. Du hast dem Leviathan die Köpfe zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Du hast Quellen und Bäche hervorbrechen lassen und ließest starke Ströme versiegen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Du hast Gestirn und Sonne die Bahn gegeben. Du hast dem Land seine Grenze gesetzt. Sommer und Winter hast du gemacht. So gedenke doch, Herr, wie der Feind schmäht und ein törichtes Volk deinen Namen lästert. Gib deine Taube nicht den Tieren preis, das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer. Gedenke an den Bund, denn die dunklen Winkel des Landes sind voll Frevel. Lass den Geringen nicht beschämt davongehen, lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. Mach dich auf, Gott, und führe deine Sache. Denk an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde, das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer. Danke. Also, es ist klar, es geht hier um die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, auf dem Zionsberg. Der Autor dieses Psalmes ist Asaph. Wann hat Asaph gelebt?
Wer war Asaf? Ja, das war, und war noch präziser, was für ein Levit? Ein ganz besonderer. Ja, genau, das war einer der drei Hauptdirigenten des levitischen Chores und Orchesters. David hat ja im Blick auf den zukünftigen Tempel, den sein Sohn Salomo bauen sollte, hat er die ganze Musik neu organisiert. Und zwar so, dass es insgesamt mehrere tausend Musiker und Sänger geben sollte, unter der Leitung eben von drei Dirigenten, von denen einer war, Asaf war. So hat David alles organisiert, im Blick dann auf den Salomo-Tempel, der eben nicht nur in seinen Ausmaßen und seiner Herrlichkeit die Stiftshütte übersteigen sollte, sondern eben auch, was den Gottesdienst und die Musik anbetrifft. Ja, und dieser Asaf, der also zur Zeit Davids lebte, 11. Jahrhundert vor Christus, der noch die Zeit erlebt hatte vor dem Bau von Salomo und dann auch den Salomo-Tempel selbst, er hat diesen Psalm geschrieben. Wie übrigens auch gerade den Vorgängerpsalm, wie man sieht in der Überschrift. Auch der ist von Asaf und einige weitere Psalmen auch. Nun, da spricht also Asaf über die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Und das ist natürlich besonders interessant als Prophetie, wenn man denkt, er lebte zur Zeit, als es noch gar keinen Tempel gab. Er lebte den Beginn des Salomo-Tempels, aber lebte damit noch Jahrhunderte, bevor der Salomo-Tempel zerstört wurde. Und natürlich lebte er über 1000 Jahre, bevor dann der zweite Tempel zur Zeit Jesu zerstört wurde. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, beschreibt er hier prophetisch nicht den Untergang des Salomo-Tempels durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus? Das war die Zeit, als die Juden dann in die Gefangenschaft nach Babylon deportiert wurden. Oder beschreibt er hier die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus durch die Römer? Jetzt müssen wir aus dem Psalm selber Argumente finden, warum ist es eben dieser Tempel und nicht jener? Hat gerade jemand etwas gefunden, was helfen könnte, zu identifizieren, welcher Tempel gemeint ist? Ich würde sagen, der zweite Tempel, also 70 nach Christus, das Stichwort Turteltaube, ob das eine Beziehung herstellt zum Sohn Gottes. Gut, die Turteltaube ist ja ein Bild der Treue und der Anhänglichkeit, weil Turteltauben haben ja die Tendenz, lebenslang als Paare zusammenzubleiben. Und darum wird ja zum Beispiel auch die Braut im Hohen Lied mit einer Taube verglichen, was eben ihre eheliche Treue ausdrückt. Und hier wird es nun gebraucht für das Volk Gottes, das jetzt hier in diesem Psalm betet und eben beschreibt, wie der Feind alles zerstört hat. Nicht wahr? Das ist der Vers 20. Ja, aber es ist ja so, dass also der Betende vergleicht sich ja mit einer Turteltaube hier. Vers 20. Gib nicht dem Raubtier hin die Seele deiner Turteltaube, die Schar deiner Elenden vergiss nicht für immer. Also gewissermaßen das treue Volk, das hier betet, das mit der Turteltaube beschrieben wird. Vers 9. Ja. Warum ist das hilfreich? In der babylonischen Gefangenschaft gab es immer noch Propheten. Ja, klar. Das ist ein schlagender Beweis. Wer zum Beispiel war Prophet damals? Jeremia. Hesekiel. Ja, klar. Der war in Babylon. Der wurde ja schon im Jahr 593 bei der zweiten Wegführung
deportiert, aber da bestand der Salomo-Tempel noch bis ins Jahr, einige Jahre danach, erst im Jahr 586 wurde er zerstört. Also Hesekiel war auch ein Prophet, der vorher und nachher, vor der Zerstörung des Tempels und nach der Zerstörung des Tempels immer noch Offenbarungen von Gott bekommen hatte. Und es war auch so, Jeremia hat vorausgesagt, wie lange das mit Babel, mit Babylon dauern sollte. Er hat vorausgesagt, in Jeremia 27, 70 Jahre wird die Zeit Babels dauern. Und tatsächlich kam das babylonische Weltreich zur Weltmacht 609, als die letzten Reste des assyrischen Heers geschlagen waren. Und im Jahr 539, im Herbst, eroberten die Perser und Meder Babylon. Es waren also genau 70 Jahre, die über Babel bestimmt waren. Und Jeremia hat vorausgesagt, dass danach das Volk wieder zurückkehren kann ins Land der Vorfahren. Also man wusste eben, was Gottes Plan war. Aber hier steht, kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, welcher weiß, bis wann. Aber Jeremia konnte sogar sagen, bis wann, ja? Das ist ja 70 Jahre für Babel und dann konnten sie zurückkehren. Und gerade in der Folge der Rückkehr wurde der zweite Tempel gebaut, wie das beschrieben ist in Esra 3. Sie haben zuerst den Grund gelegt des Tempelhauses und im Jahr danach haben sie dann auch das Tempelhaus wieder errichtet. Also, das macht schon mal deutlich, dass ist nicht die Zerstörung des Salomo-Tempels. Und wie war es im Jahr 70? Gab es da Propheten unter dem jüdischen Volk? Nur falsche. Nur falsche. Johannes? Aber wo war Johannes damals bei der Zerstörung des Tempels? Wie? Nein? Der war ja er hat ja auf Patmos die Offenbarung geschrieben um 95 nach Christus. Wie? Ach so, ja, gut. Aber eben, natürlich gab es die Propheten des Neuen Testaments, aber wo waren die bei der Zerstörung des Tempels? Keiner war in Jerusalem. Alle gläubigen Juden, die sind ja geflohen im Jahr 68, als die römische Armee ihre Camps um Jerusalem errichtet hatte. Weil der Herr Jesus in Lukas 21, 20 gesagt hat, wenn ihr Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, so erkennet, dass ihre Zerstörung nahe ist. Und dann sollen die in Judäa sind und die in Jerusalem sind, sollen entfliehen auf die Berge. Und so sind damals alle Judenchristen, also das sind alle an den Messias Jesus gläubigen Juden, alle Judenchristen sind geflohen auf die Berge des Westjordanlandes hinüber über den Jordan nach Pella und dort wurden sie von König Agrippa II., das ist der Agrippa, vor dem Paulus in Apostelgeschichte 26 seine Rede gehalten hatte, als friedliebende Bürger aufgenommen. Weil Paulus hatte mit dieser Rede Agrippa überzeugt, Christen sind nicht staatsgefährdend. Darum hat er sie alle empfangen, die haben dort den ganzen Krieg um Jerusalem überlebt. Aber keiner dieser Zeugen war mehr in Jerusalem. Und so ist es wirklich genau so gewesen, wie da steht. Unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, welcher weiß bis wann. Ja, diese Einschränkung bei uns ist ja noch interessant. Nicht einfach kein Prophet, sondern kein Prophet bei uns. Ja? Aber Jeremia war damals in Jerusalem, er hat die ganze Zerstörung miterlebt. Er war beim Volk geblieben, er war nicht irgendwie feige geflüchtet. Aber im Jahr 70 war das genau so. Und das ist genau die Situation vom Jahr 70. Natürlich könnte jemand sagen, ja, aber vielleicht geht diese Prophetie hier auf die Endzeit und beschreibt eine Verwüstung des dritten Tempels. Es soll ja nach der biblischen Prophetie kurz vor der Wiederkunft Jesu als König in Jerusalem ein dritter Tempel gebaut werden. Aber dort wird es Propheten geben in Jerusalem.
Wir können gleich aufschlagen. Der dritte Tempel wird zum Beispiel beschrieben in Offenbarung 11. Liest jemand Offenbarung 11, 1 bis 4? Ja, 42 Monate, das sind 3,5 Jahre. Das entspricht diesen 3,5 Jahren der großen Drangsal vor der Wiederkunft Christi. Das wird die schrecklichste Zeit der Weltgeschichte sein. Der schlimmste Weltkrieg. Der Jesus sagt in Matthäus 24, wenn man in der Endzeit das Götzenbild auf dem Heiligen Platz, auf dem Tempelplatz sehen wird, dann sollen die gläubigen Juden dann auf die Berge fliehen. Und dann wird große Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seit es Menschen gibt, noch je sein wird. Und der Jesus sagt, wenn diese Zeit nicht abgekürzt würde, nämlich von Gott begrenzt auf 3,5 Jahre, würde kein Fleisch gerettet werden. Nicht keine Seele, kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde überleben. So schrecklich wird diese Zeit sein. Aber interessant ist, in Matthäus 24 spricht der Herr Jesus an die Juden in der Zukunft. Und er sagt, wenn ihr den Gräuel, das Götzenbild, auf dem Tempelplatz seht, dann sollt ihr erkennen, jetzt müsst ihr fliehen. Aber in Lukas 21 spricht der Herr Jesus zu den Gläubigen in der Zeit des ersten Jahrhunderts und sagt, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von Armeelagern, dann sollt ihr erkennen, dass ihre Zerstörung nahe ist. Und dann sollen sie fliehen auf die Berge. Aber es gibt noch einen Unterschied. In Lukas 21 sagt der Herr Jesus ausdrücklich, dass alle, die aus Jerusalem und aus Judäa fliehen sollen. So ist das geschehen im Jahr 68. Aber für die Endzeit sagt der Herr Jesus, die in Judäa sind, die sollen fliehen. Aber nicht die in Jerusalem sind. Und so wird in Jerusalem während der großen Drangsal wird ein kleiner Überrest von Treuen in Jerusalem zurückbleiben. Und der wird jetzt gerade beschrieben hier, das heißt zwei Personen aus diesem Überrest, Offenbarung 11, Vers 3. Ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden. 260 Tage lang. Nein, noch länger. Oh, Entschuldigung. 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die von dem Gott der Erde stehen. Jawohl. Also hier 1260 Tage, das sind auch 3,5 Jahre. Aber die Monate immer zu 30 Tagen gerechnet. Darum sind das Jahre von 360 Tagen. Ja, und die werden weissagen. Also da sind Zeugen Gottes in Jerusalem. Und da werden auch die erwähnt, die da im dritten Tempel anbeten werden, obwohl er entweiht ist. Das ist also auch wieder ein anderer Tempel als dieser Tempel, der im Psalm 74 beschrieben wird. Das ist also nur zutreffend für den zweiten Tempel. Psalm 74, Vers 10. Kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, welcher weiß, bis wann. Aber diese zwei Zeugen werden wissen, 1260 Tage, dann wird der Herr eingreifen. Ja, und noch etwas hilft uns zu sehen, dass hier nicht der Salomo-Tempel gemeint sein kann. Und zwar ja, warum soll das aber denn nicht möglich sein beim Salomo-Tempel? Du denkst, dass hier eben gemeint wird, der neue Bund. Ja gut, aber das ist natürlich jetzt noch eine Frage. Ist damit wirklich gemeint der neue Bund oder ist gemeint der alte Bund?
Jawohl, aber eben, es ist noch nicht so klar jetzt von dieser Stelle, dass man sagen könnte, das muss unbedingt der neue Bund sein. Das könnte auch der alte Bund sein. Es könnte auch, also der Bund vom Sinai, es kann aber auch der Bund mit Abraham sein, der ja bedingungslos war und der bleibt, gültig bleibt bis in die Endzeit für Israel. Ja, aber damals war das auch ein wildes und hasserfülltes Kriegsvolk im Jahr 70, das eben Jerusalem zerstört hatte. Also das ist noch nicht, es muss ganz eindeutig sein, das mit den Propheten, das war eindeutig, oder? Nur in der Zeit kann man sagen, keine Propheten waren in Jerusalem. Ja. Jawohl, oder übrigens für immer oder auf Dauer, Lanetzach im Hebräischen. Also für eine lange Zeit verworfen. Und das passt natürlich gut für diese lange Zeit, in der Israel auf der Wartebank sitzt, vom Jahr 70 bis heute. Ja? Wo das Volk schon so lange auf die Seite gestellt war. Aber gut, da könnte man immer noch sagen, ja, aber das könnte sich ja auch auf die babylonische Gefangenschaft beziehen. Darum, es muss noch etwas Stärkeres sein, noch eindeutiger. Ja, klar. Also ich möchte nicht, ich bin der gleichen Meinung, aber um jemanden, der jetzt da sich nicht im Klaren ist, wirklich zu überzeugen, da könnt ihr immer noch dann einwenden, ja gut, aber das war ja auch eine lange Zeit, eben auf Dauer verworfen. Diese Jahrzehnte der babylonischen Gefangenschaft. Wer hat Vers 2 gemacht? Also eins ums andere, ja? Jemand sagte Vers 4. Warum Vers 4? Ja, die haben doch bestimmt auch ihre Feldzeichen gehabt. Die Babylonier, so wie die Römer ihre Feldzeichen mit dem Adler und so hatten, ne? Dieses? Nein, das gab es eben nicht. Das Gräuelbild, von dem Herr Jesus in Matthäus 24, 14 spricht, das bezieht sich ja auf das Götzenbild, das der Antichrist einmal im dritten Tempel aufstellen wird. Und die Römer haben das bei der Zerstörung im Jahr 70 haben sie das nicht gemacht. Ein Gräuelbild aufgestellt. Ja? War der zweite Tempel nicht aus Stein gebaut und hier heißt es, dass es in Kleinholz gehackt wurde? Nein, natürlich war der Tempel in Stein gebaut, aber die Hallen, die Säulenhallen, die waren alle mit Zedernholz, waren die ganz reich ausgeschmückt und gebaut. Also es gab viel Holz, auch die königliche Säulenhalle zum Beispiel, die hat eine ganz besonders prächtige Decke gehabt, die dann eben von vier Säulenreihen getragen worden sind. Und sogar selbst im Tempelhaus selber gab es Holzbalkenkonstruktionen. Nein, noch etwas, was wirklich eindeutig ist. Ja? Die Babylonier haben den Tempel verbrannt, die Römer haben ihn verbrannt. Nein, aber... Also Vers 2. Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast vor Alters, erlöst als dein Erbteil. Das bezieht sich ja zurück auf die Befreiung aus Ägypten. Also denk an dein Volk, das du aus Ägypten erworben hast. Und Peter, Entschuldigung, du hast es. Ja, den nächsten Satz. Ja. Des Berges Zion, auf welchem du gewohnt hast. Ja. War das nicht, wie war das? Beim Salomo-Tempel. Beim Salomo-Tempel. War die Wolkensäule. War die Wolkensäule da, ja. Und die ist dann weggegangen. Aber
die kam ja beim zweiten Tempel nie mehr zurück. Aber man kann nicht sagen, dass Gott eben nicht in Jerusalem wohnte, weil vom zweiten Tempel steht in Haggai, können wir kurz aufschlagen, da geht es ja um den Wiederaufbau des Tempels, in Haggai ganz ausdrücklich, und da steht in Haggai 2, Vers 4, als Verheißung Gottes, 2, Vers 5. Lies sogar, Peter. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Jawohl. Also Gott sagt, mein Geist besteht, wohnt in eurer Mitte. Also nicht mehr die sichtbare Gegenwart Gottes, die war nicht mehr da beim zweiten Tempel, zur Zeit Jesu. Keine Wolke, keine Feuersäule, aber der Geist Gottes war in einer ganz besonderen Weise gegenwärtig. Ja, aber ein Punkt, der noch nicht erwähnt wurde. Und zwar? Also, gedenke deiner Gemeinde. Seit wann besteht die Gemeinde? Seit der Erlösung des Heiligen Geistes. Und zwar, die du erworben hast vor all das. Das bedeutet, dass wir aus der Welt sind, die Gemeinde schon vor Grundlegung der Welt. Im Gegensatz zu Israel von Grundlegung. Ja, aber dieser Ausdruck Gemeinde wird im Alten Testament gebraucht für das Volk Israel. Ich lege meinen Finger auf vor all das. Ja, also vor langer Zeit. Und das meint eben, dass Gott dieses Volk, die Gemeinde Israels, herausgeführt hat aus Ägypten. Also an dieses Volk, das Gott sich erworben hat aus Ägypten, soll Gott denken angesichts dieser Zerstörungen. Ja, aber hier wird ja dieses wieder aufgerufen, eben zu kommen, im Blick auf den Tempel, der eben so verwüstet worden ist. Also es ist im Blick auf sein zukünftiges Kommen. Nein, aber ein Punkt, der noch nicht genannt wurde, ist Vers 8. Liest jemand Vers 8? Ja, die Versammlungsstätten Gottes im Land. Was ist damit gemeint? Die Synagogen. Seit wann gibt es Synagogen? Bei der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Ja, also das gab es zur Zeit des ersten Tempels, des Salomonischen Tempels, gab es die Synagogen gar noch nicht. Das ist eine neue Einrichtung, die kam erst auf nach der Rückkehr aus Babylon. Ein erster Weg dazu war zum Beispiel in Nehemia, diese großen Volksversammlungen, wo Esra dann das Gesetz dem ganzen Volk vorgelesen hat, zum Beispiel Nehemia 8. Aus diesen Unterweisungen kam später der Gedanke, eben, dass man im ganzen Land Synagogen einrichtet, wo man eben unterwiesen wird, die Bibel hören, vorgelesen bekommt, so dass nie mehr so etwas geschieht wie die babylonische Gefangenschaft. Es war ja klar, warum ist das alles gekommen? Weil wir Götzendienst getrieben haben, weil wir Gottes Wort verlassen haben. Also wenn wir das Wort Gottes immer wieder hören, dann kann es uns bewahren, dass nicht wieder so eine Katastrophe kommt. Archäologisch kennt man von den Ausgrabungen her Synagogen aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Und erstes Jahrhundert nach Christus natürlich. Aber sehr viel weiter zurück kommt man nicht. Also es kann niemand genau sagen, wann die Synagogen begonnen haben. Aber im ersten Jahrhundert vor Christus war das jedenfalls etwas Verbreitetes im Land Israel. Und so sehen wir auch der Herr Jesus. In Lukas 4 steht das. Er ging am Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Können wir das kurz aufschlagen?
Also die Synagoge wird nirgends im Alten Testament als Gebot Gottes gelehrt. Aber wir lesen, dass der Herr Jesus regelmäßig in die Synagoge ging. Liest uns jemand vor, Lukas 4. Vers 15. Dann weiter, ja. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbatstag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Jawohl. Und dann liest der Herr Jesus da bei dieser Gelegenheit aus dem Propheten Jesaja vor. Das entsprach also dem normalen Ablauf. Zuerst wurde ein Abschnitt aus den fünf Büchern Mose vorgelesen. Und zwar so, dass man in einem Jahreszyklus durch alle fünf Bücher Mose hindurchkam. Was sage ich? Nein, in einem Dreijahreszyklus damals. Heute sind die Abschnitte größer, weltweit werden sie so verlesen, dass man einmal im Jahr durch alle fünf Bücher Mose hindurchkommt. In allen Synagogen weltweit. Aber damals im Dreijahreszyklus. Und eben nach der Vorlesung aus dem Gesetz war es möglich, dass irgendjemand in der Synagoge dann eine Lesung machte aus den Propheten. Und da hat der Herr Jesus die Lesung gemacht aus Jesaja 61. Aber er ging also regelmäßig in die Synagoge und in seinem öffentlichen Dienst besuchte er alle möglichen Synagogen. Vielleicht noch eine ganz besonders klare Stelle, Matthäus 4. Vers 23. Jawohl. Also er hat alle möglichen Synagogen im Land besucht und dort gepredigt, eben diese Versammlungsstätten. Und das war also man kann sagen, diese Einrichtung war von dem Herrn selber anerkannt. Denn er selber ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Nebenbei gesagt kann man hier noch etwas Wichtiges lernen. Es gibt junge Leute, die denken, alles was Gewohnheit ist, ist schlecht. Aber es ist nicht so. Es gibt gute Gewohnheiten, es gibt schlechte Gewohnheiten. Und der Herr hat selber Gewohnheiten gehabt und es gibt gute Gewohnheiten, eben jeden Sabbat ging er in die Synagoge. Und es ist auch eben eine gottgemäße Gewohnheit, wenn man regelmäßig auch die Gottesdienste besucht. Und so hat das der Herr Jesus auch gemacht und er hat in allen möglichen Synagogen gepredigt. Und die Synagoge in Kapernaum, die ja mehrmals in den Evangelien konkret erwähnt wird, die wurde ja ausgegraben, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und man hat sogar die Fundamente aus dem 1. Jahrhundert gefunden, aus dem schwarzen Basaltstein. Das ist die Synagoge, in der der Herr Jesus gepredigt hat. Also ganz konkret kann man das lokalisieren. Und es ist auch eine Synagoge entdeckt worden in Gamla, auf dem Golan oben, aus dem 1. Jahrhundert, kann man dort anschauen. Und zum Beispiel eine Synagoge wurde auch entdeckt auf Masada. Das ist die letzte Festung, die im Jahr 73 gefallen ist. Da haben die Römer das ganze Land erobert, alles zerstört. Und die Synagoge dort kann man auch besichtigen. Das war die letzte Versammlungsstätte, kann man sagen, die gefallen ist. Und das entspricht jetzt eben genau dem, was hier steht in Psalm 74, Vers 8. Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes im Lande. Und somit ist das natürlich wieder ein Hinweis, das ist nicht die Zerstörung des Salomo-Tempels, das ist die Zerstörung zur Zeit, als es Synagogen gab. Aber sehen wir, die prophetische Kraft des Wortes Asaf aus der Zeit, der Anfangszeit des ersten Tempels beschreibt schon die Zeit, in der es dann Synagogen geben wird im ganzen Land und die werden dann durch die Feinde zerstört werden.
noch nebenbei, wenn ich schon erwähnt habe, die Synagoge auf Masada, im Boden drin, in dieser Synagoge, hat man noch eine Schriftrolle gefunden. Ein Rest aus Hesekiel und ausgerechnet Kapitel 37. Das ist die Prophetie, wo Israel verglichen wird mit toten, ausgetrockneten Totengebeinen im Tal. Und diese Totengebeine sagen, wir haben keine Hoffnung mehr. Sie sind zerstreut unter den Völkern, alle Hoffnung ist vorbei. Und dann sagt dieses Kapitel, nein, Gott wird diese Totengebeine beleben. Und dann in der Vision rücken diese Totengebeine zusammen. Dann kommt Fleisch und Sehnen, Muskeln kommen darüber. Und schließlich auch Haut oben darüber her. Und in einer weiteren Phase kommt dann der Lebensodem in sie und stehen auf ein großes Heer. Also es geht um das Kapitel, in dem dann Gott erklärt, dass er eben sein Volk aus allen Völkern sammeln wird und zurückbringen wird in ihr Land. Ausgerechnet dieses Kapitel findet man dort im Synagogenboden bei der letzten Festung, die gefallen ist in diesem Kampf damals um Jerusalem und um das ganze Land. Im Jahr 73, damals war es fertig. Also auch kein Zufall, dass Gott genau diese Hoffnungsschrift dort erhalten ließ, bis in die Zeit der Erfüllung. Und heute ist das ja geschehen, wie die Juden aus allen 5 Kontinenten zurückkehren ins Land ihrer Vorfahren. Ja, also es ging darum, warum sieht man, das ist der Tempel zur Zeit Jesu, der hier zerstört wird. Nun möchte ich noch Folgendes verknüpfen. Schlagen wir mal auf Daniel 9. Wir greifen da schon ein bisschen vor. Wir kommen später zu Daniel. In Daniel 9 finden wir nämlich alle drei Tempel. Der erste, der zweite und der Endzeittempel, der dritte Tempel. Daniel 9. Das ist ein Kapitel aus der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und Daniel betet, weil er weiß, jetzt sind diese 70 Jahre aus Jeremia, sind ja jetzt abgelaufen. Jetzt wird Gott eingreifen für sein Volk. Und da betet er, liest jemand Kapitel 9, Vers 16. Jawohl, also hier erwähnt er Jerusalem und den Heiligen Berg, das ist der Tempelberg, der Berg Zion in Jerusalem. Ja, und jetzt in Vers 17. Und nun höre, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Ja, also welches verwüstete Heiligtum meint er hier? Ja, das war der Salomo-Tempel, ganz klar. Und jetzt bekommt er eine Prophetie von den 70 Jahrwochen. Und da wird ihm erklärt, dass dann in der Endzeit, nach der 70. Jahrwoche, wird all das geschehen, was in Vers 24 steht. Liest das jemand? 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen, und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Jawohl. Also hier beschreibt ihr das tausendjährige Reich, das messianische Friedensreich, das kommen wird nach 70 prophetischen Jahrwochen. Da wird alles neu werden. Und zwar wird der Abfall des Volkes Israel wird dann zu Ende sein. Es gibt eine Erneuerung. Den Sünden wird ein Ende gemacht. Die Ungerechtigkeit wird gesühnt. Eine ewige Gerechtigkeit wird dann eingeführt werden weltweit. Und die Propheten werden versiegelt. Das heißt, alles erfüllt sich.
Alles, was noch aussteht, wird dann bestätigt werden durch die Erfüllung. Und dann heißt es, und ein Allerheiligstes wird gesalbt werden. Das ist der Endzeittempel, der dritte Tempel. Interessant ist Folgendes. Der Salomo-Tempel, der wurde bei der Einweihung gesalbt. Der zweite Tempel wurde nie gesalbt. Und zwar, weil man nach der Rückkehr aus Babylon hatte man das Salböl von Mose nicht mehr. Und darum hat man auch die hohen Priester nicht mehr gesalbt. Alle früheren hohen Priester im Salomo-Tempel waren noch mit dem Ölgefäß von Mose gesalbt worden. Das waren alles gesalbte Priester. Aber im zweiten Tempel gab es keine gesalbten Priester mehr und der Tempel selber war nicht gesalbt. Und hier wird gesagt, der Endzeittempel wird gesalbt werden. Schon daher kann man erkennen, das ist unmöglich, der zweite Tempel hier. Das ist eben der Endzeittempel. Aber jetzt wird noch ein weiterer Tempel erwähnt in diesem selben Kapitel. Und zwar liest da jemand Vers 25 bis 26. Das reicht schon. Ja. Also wir werden das ja später ausführlicher anschauen, aber ich nehme schon mal vorweg und es schadet eben nichts, wenn man das zweimal hört. Hier wird Daniel gesagt, wie man berechnen kann, wann der Messias kommt. Und zwar müssen wir uns vorstellen, diese Prophetie bekam er, als Jerusalem noch in Staub und Asche lag, durch die Zerstörung der Babylonier. Und dann wird hier gesagt, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Also von dem Moment an, wo ein Wort ausgeht, ein Erlass ausgeht, um Jerusalem wieder neu zu bauen, von dort an kann man rechnen. Dann steht, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen oder Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Ich weiß, es gibt verschiedene Bibelübersetzungen, die haben hier, sind 7 Wochen, Punkt. Stimmt's? Ja? Ja, aber die neue, die alte hat das nicht. Und das ist also ein schwerer Fehler. Der hebräische Text ist klar, es muss heißen, sind 7 Wochen und 62 Wochen, Punkt. Das heißt also, 7 und 62, das sind 69 Jahrwochen. Ich werde gleich erklären, warum es aufgeteilt ist. Also, man kann also rechnen, Ausgangspunkt, Erlass, Jerusalem zu bauen, Endpunkt, der Messias kommt als Fürst, dazwischen drin sind 69, eben 7 und 62 Jahrwochen. Nun, wir wissen, dass König Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus Nehemia einen Erlass gab mit Empfehlungsbrief, dass er Jerusalem wieder bauen dürfe. Das wird beschrieben in Nehemia 2. Das war also, wissen wir ganz genau, im Monat Nissan, März, April, 445 vor Christus. Und wann ist Jesus Christus als Fürst gekommen? Es gab nur einen Tag in seinem Leben hier auf Erden, wo er als Fürst aufgetreten ist. Am Palmsonntag. Da wurde er als König Messias gefeiert bei seinem Einzug nach Jerusalem. Und da wissen wir auch genau aus den Evangelien, wann dieser Tag war. Das war im Jahr 32 und zwar wieder im Monat Nissan, das war ja der Passamonat, also auch März, April. Nun muss ich kurz erklären, diese 69 Jahrwochen, eine Jahrwoche dauert 7 Jahre. Und wir haben ja schon aus der Offenbarung gesehen, das sind Jahrwochen,
Jahre, prophetische Jahre, die dauern 360 Tage. Ja, diese dreieinhalb prophetischen Jahre in Offenbarung 11, die waren ja Jahre von 360 Tagen. Haben wir gesehen. Gut, jetzt kann man rechnen. 69 mal 7 mal 360, dann hat man die Anzahl Tage vom Erlass bis zum Kommen als Fürst. Das gibt, kann man mit dem Taschenrechner zu Hause nochmals nachprüfen, 173.880 Tage. 173.880. Und es ist so, dass man genau diese Anzahl Tage, die kann man schön einpassen zwischen März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus. Passt exakt hinein. Also mit allen Verschiebungen, Schaltjahren und so weiter, muss man ja alles berücksichtigen, was in dieser Zeit an Verschiebung da war, passt exakt hinein. Da ist der Herr Jesus gekommen als Fürst. Und jetzt die Frage, warum ist es aufgeteilt? 7 und 62. Ja, aus folgendem Grund. Es gab eben zwei Gelegenheiten, wo ein König einen Erlass gegeben hat, Jerusalem zu bauen. Schon vor Artaxerxes hatte König Kores von Persien im Jahr 539 vor Christus, gerade nach der Eroberung Babylons, den Juden die Erlaubnis gegeben, sie dürfen zurückkehren, den Tempel und die Stadt wieder bauen. Ja, jetzt war natürlich nicht klar, wovon soll man jetzt rechnen? Ab Kores oder Kyros, 539 vor Christus, oder erst ab Artaxerxes bei Nehemia, 445 vor Christus? Nun, die Antwort ist die. Ist aufgeteilt in 7 und 62 Jahrwochen. Diese 7 ersten Wochen, 49 Jahre, die beziehen sich auf den Wiederaufbau der Stadt. Und darum steht da weiter im Vers: Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden. Und zwar in Drangsal der Zeiten. Unter Nehemia wurde die Stadtmauer zuerst wieder gebaut. Und als die fertig war, das ging ziemlich schnell, dann hat man begonnen, die Häuser in der Stadt wieder aufzubauen. Das war eine Zeit ständiger militärischer Bedrohung, wie man das nachlesen kann im Buch Nehemia. Und zwar in Drangsal der Zeiten. Aber 49 Jahre ab diesem Erlass bei Nehemia war Jerusalem wieder eine vollkommene Stadt. Aber 49 Jahre nach dem Erlass von Kores war Jerusalem immer noch in Schutt und Asche. Man hatte nur den Tempel gebaut, aber nicht die Stadt. Und praktisch keine Häuser. Und so war also bereits in alttestamentlicher Zeit klar, aha, wir müssen natürlich nicht von Kores anrechnen, sondern von Artaxerxes. Nicht wahr? Sonst wäre diese Unsicherheit immer gewesen und dann hätte man schließlich dann vom Ende her, als der Messias gekommen ist, hätte man zurückrechnen müssen, aha, eigentlich passt Nehemia, bei Kores passt es nicht mit der Zeit. Ja? Nein, so war also bereits klar, 49 Jahre nach Kores, nein, das kann nicht sein, die Stadt ist nicht wiederhergestellt. Und darum, 7 Jahrwochen, die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, da sollte die Stadt wieder vollkommen stehen. Nach Nehemia, 49 Jahre, tatsächlich, das ist der Zeitpunkt, von daher müssen wir rechnen. Und dann kamen eben 7 und 62 Jahrwochen und am Ende, exakt am Ende, kam der Herr Jesus an Palmsonntag als Fürst nach Jerusalem. Und jetzt geht der Text weiter. Wir haben gelesen, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Halt, nein, ich muss natürlich vorher lesen. Vers 26. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Nicht wahr? Also die 7 Jahrwochen, dann folgten direkt die 62 Jahrwochen. Am Ende davon kam der Messias als Fürst. Und jetzt sagt der Text,
Und nach dieser Zeit, nach diesen 62 Jahrwochen, wird der Messias ausgerottet werden, ermordet werden. Und er wird nichts haben, er wird kein Königreich aufrichten. Und jetzt können wir rückblickend sagen, ja tatsächlich, 5 Tage nach Palmsonntag war Karfreitag. Aber es wird nicht gesagt, wie lange, einfach und, in der Folge. 5 Tage später wurde er ermordet und die Menge hat vor Pilatus geschrien, er werde gekreuzigt und hat kein Friedensreich zurückgelassen. Er wird nichts haben. Es ist noch wichtig, wenn man mit orthodoxen Juden spricht, bei denen kommt immer wieder das Argument, wenn Jesus der Messias gewesen wäre, so hätte es seit seinem Kommen Frieden gegeben. Und ich habe mal mit einem Orthodoxen gesprochen und so einen Nachmittag Zeit genommen und dann habe ich ihm gesagt, wenn es Frieden gegeben hätte, dann wäre er nicht der Messias. Und dann haben wir die Stelle da aufgeschlagen, in Daniel 9. Er sagt, da steht, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Er darf gar kein Friedensreich machen nach seinem Kommen, sonst wäre er nicht der Messias. Das steht ja hier im Alten Testament, das musste so kommen. Ja, und dann sagt der Text weiter, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Wieder wird nicht gesagt, wie viel später. Aber das Und macht klar, in der Folge wird ein Volk kommen, das wird die Stadt Jerusalem wieder neu verwüsten und den Tempel, den zweiten Tempel verwüsten. Und das ist das römische Volk, ihre Legionen, die gekommen sind nun im Jahr 70 Jerusalem und den Tempel in Staub und Asche gelegt haben. Und darum habe ich jetzt eben Psalm 74 genommen als messianischen Psalm, weil er jetzt ausführlich beschreibt, was da in Daniel nur durch einen Satzteil beschrieben wird. Und wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und jetzt haben wir einen ganzen Psalm, der nur über diese Zerstörung des Heiligtums spricht. Ja, machen wir mal hier Pause, 20 Minuten, und dann gehen wir voll ran an Psalm 74. So, jetzt sind alle da. Dann wollen wir weiterfahren. Ja, bitte. Jawohl, es gibt 3 Tempel. Es ist eben so, beim ersten Tempel, ist klar, die Zerstörung wird beschrieben. Die Zerstörung des zweiten Tempels ist prophetisch angekündigt im Alten Testament und im Neuen Testament durch den Herrn. Aber vom dritten Tempel wird nie gesagt, dass er zerstört wird, sondern nur, dass er verunreinigt wird. Verunreinigt. Durch den Antichristen verunreinigt. In Offenbarung 11 haben wir auch gelesen, wie er zertreten wird, wie Jerusalem zertreten wird. Jerusalem wird zerstört, aber der Tempel selber, von dem wird nicht gesagt, dass er zerstört wird. Und so wird der Herr Jesus also wiederkommen und wird dann den Tempel wieder neu weihen. Und zwar steht in Daniel 12, das Opfer, das eben während der großen Drangsalzeit ausfallen wird, wegen der Verunreinigung durch das Götzenbild des Antichristen, das wird dann wieder eingeführt werden nach 1290 Tagen. Die Drangsal dauert doch 1260 Tage, Offenbarung 11. Und Daniel 12 sagt, nach 1290 Tagen wird das beständige Opfer wieder eingeführt werden. Das heißt, 30 Tage nach der Drangsalzeit wird der Tempel schon wieder gereinigt sein und das Opfer wird losgehen. Und dann wird der Herr Jesus eben die Ausführung der Pläne von Hesekiel 40 bis 48 umsetzen. Und dann wird dieser dritte Tempel, der verunreinigt war, wieder neu geweiht wird, ausgebaut werden auf seine ganze Größe von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Und dadurch wird dann übrigens Golgatha, der Golgatha-Felsen, wird in den äußeren Vorhof der Heiden hineinkommen. Als Zeugnis für das ganze tausendjährige Reich, dass all diese Opfer im dritten Tempel, die haben nur symbolische Bedeutung. Die werden nur Erinnerung sein an das eine Opfer, das ein für alle Mal dargebracht worden ist, auf Golgatha. Ja, gut, ist das
was du wissen wolltest. Ja, dann gehen wir zu Psalm 74. Also, wenn jetzt klar ist, es geht hier um den zweiten Tempel, dann liest man das mit folgenden Augen. Vers 1. Gott, warum hast du verworfen? Für immer oder auf Dauer, Lanetzach. Rauch dein Zorn wieder die Herde deiner Weide. Warum? Die Antwort haben wir aus Daniel 9 gefunden. Warum? Ja, warum ist die Zerstörung Jerusalems und des Tempels gekommen? Weil der Messias ermordet worden ist. Darum heißt es ja, er wird ausgerottet werden, nichts haben, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das gibt die Antwort auf die Frage hier. Gott, warum hast du verworfen? Und dann Vers 2, gedenke deiner Gemeinde. Wie gesagt, auch in den Büchern Mose wird das Volk Israel als die Gemeinde bezeichnet. Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast vor Alters, nämlich damals unter Mose, erlöst als dein Erbteil. Also denke an dieses Volk, das du einmal aus Ägypten herausgeführt hast. Wie kannst du es jetzt so auf Dauer verwerfen? Und wir müssen dabei denken, ab dem Jahr 70 bis in unsere Zeit war das jüdische Volk fast 2000 Jahre unter den Völkern in allen 5 Kontinenten zerstreut, ohne Heimat. Ständig gehasst und von einem Ort zum anderen getrieben. Gedenke deiner Gemeinde, du hast die damals erworben aus Ägypten. Und weiter des Berges Zion, auf welchem du gewohnt hast. Also vergiss den Tempelberg nicht, wo eben Gott im Salomo-Tempel und durch seinen Geist auch im zweiten Tempel gewohnt hat. Vers 3. Erhebe deine Tritte zu den immerwährenden Trümmern. Also Gott soll sich über diese Trümmer in Jerusalem erbarmen und hier eine Wende schaffen. Es ist schon interessant, wenn man nach Jerusalem geht und all die Trümmer sehen kann vom zweiten Tempel, wie die da liegen. Man kann sogar zum Beispiel bei der Südwestecke, sieht man noch die originale Straße von vor 2000 Jahren, haben wir wieder ausgegraben, die entlang der Tempelmauer im Westen verlief, und die ist nach unten massiv eingeschlagen durch riesige Steine, die Römer ganz bewusst im Jahr 70 von oben runtergeschmissen haben. Die haben die Steine abgebrochen. Das war nicht genug, dass der ganze Tempel verbrannt war und verwüstet war. Die haben dann bewusst die Mauersteine abgebrochen und runtergeschmissen. Also Gott soll sich jetzt wieder diesen Trümmern, diesen in der heutigen Sprache diesen 2000 Jahre alten Trümmern wieder zuwenden. Noch eine interessante Stelle zu diesen Trümmern, zu diesen Steinen in Jerusalem, in Psalm 102. Psalm 102. Liest jemand da Vers 13, beziehungsweise je nach Bibelübersetzung Vers 14 wäre das. Du wirst aufstehen. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, ihn zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Und noch Vers. Denn deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen, sie haben Mitleid mit seinem Schutt. Ja, interessante Stelle. Also, da wird gebetet um die endzeitliche Wiederherstellung Zions, die Zeit, wo Israel nach dieser langen Zeit, wo es auf der Wartebank war, wo Gott diesem Volk wieder seine Gnade zuwendet. Und dann wird gesagt, deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen. Also, wenn man sich wirklich interessiert für diese Steine in Jerusalem, ist das ja nicht einfach so, weil man Steine gern hat, ja, sondern weil man weiß, was diese Steine bedeuten. Das sind die Steine des Tempels zur Zeit des Herrn Jesus, wo er selber ein- und ausgegangen ist. Und so wird hier gesagt, eben, deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen und haben Mitleid mit seinem Schutt. Ja, jetzt gehen wir zurück zu Psalm 74, Vers 3, B. Alles im Heiligtum hat der Feind verderbt. Und jetzt wird so ganz
detailliert beschrieben, wie die Römer den Tempel verwüstet haben im Jahr 70. Es brüllen deine Widersachen inmitten deiner Versammlungsstätte. Das ist die Versammlungsstätte in der Einzahl. Das ist eben der Tempel in Jerusalem, die wichtigste Versammlungsstätte gemeint. Sie haben ihre Zeichen als Zeichen gesetzt. Und die sind ja gekommen mit dem römischen Adler. Das war das Feldzeichen der Römer. Und weiter Vers 5. Sie erscheinen wie einer, der die Axt emporhebt im Dickicht des Waldes. Jetzt muss man denken an diese wunderbaren Zedernarbeiten an den Decken der verschiedenen Hallen. Königinsäulenhalle, das war die Halle übrigens, in der der Herr Jesus zum Tod verurteilt worden ist, durch den Hohenpriester. Das war auch die Halle, wo der Herr Jesus am Anfang und dann auch am Ende seines Dienstes die Opfertierverkäufer hinausgejagt hat, aus dem Haus seines Vaters. Und dann muss man auch denken an die Osthalle, das war die Säulenhalle Salomos, das ist diese Halle, in der der Herr Jesus in Johannes 10 gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und später, ab dem Pfingsttag, hat sich dann die Gemeinde, diese Tausenden von Gläubigen, in der Säulenhalle Salomos einmütig versammelt. Jeden Tag. Und die Apostel haben sie dort unterwiesen. Und das war eine wunderbare Zedernholzdecke, ja, oben. Gratis, die mussten keine Miete bezahlen. Denn sie sind jeden Tag dort zusammengekommen, das war eine Halle von 250 Meter Länge. Nicht schlecht, oder? Natürlich schöne Akustik für den Gesang und so. Ja, und da heißt es jetzt Vers 6, und jetzt zerschlagen sie sein Schnitzwerk allzumal mit Beilen und mit Hämmern. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, zu Boden entweiht die Wohnung deines Namens. Es ist so, wir haben einen Augenzeugenbericht über die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Und zwar durch Josephus Flavius. Das war ein jüdischer Priester aus dem Stamm Levi, aus der Familie von Aaron. Der hat im ersten Jahrhundert gelebt und der hat die ganze Zerstörung von der Burg Antonia aus, hat er sie beobachten können und hat später in seinem Alter dann ein Buch geschrieben mit dem Titel Der jüdische Krieg. Ich lese da mal aus der Goldmann-Taschenausgabe, wie da die Zerstörung des Tempels beschrieben wird. Da haben wir wirklich die Illustration von dieser Prophetie hier. Aus dem sechsten Buch lese ich: Titus war nämlich kaum weggegangen. Titus, das ist der römische General gewesen. Titus war nämlich kaum weggegangen, da wandten sich die Rebellen, das sind die Juden, nach kurzer Pause wieder gegen die Römer. Und jetzt kam es zum Nahkampf zwischen der Tempelbesatzung und jenen Männern, die zum Löschen des Feuers im Innern des Tempelbezirks beordert waren. Und als nun die römischen Soldaten den Juden, die sich absetzen wollten, nachdrängten, und zwar bis zum Tempelgebäude selbst, da packte einer von ihnen ohne Befehl und ohne Rücksicht auf die Tragweite seines Handelns, wie von einer höheren Macht getrieben, eine Brandfackel, ließ sich von einem anderen in die Höhe heben und warf sie durch das goldene Fenster, wo von Norden her der Weg in die äußeren Tempelräume führt. Und als jetzt die Flammen emporschlugen, da schrien die Juden so furchtbar auf, wie es dieses Unheil verständlich macht. Und jetzt gab es für sie keine Gefahr mehr, sondern sie eilten von überall herbei, um zu löschen. Denn nun stand das Heiligtum vor dem Untergang, wovon sie bisher das Schlimmste hatten abwenden wollen. Etwas später, die Legionen ließen sich weder durch freundliches Zureden noch durch Drohungen von ihren mächtigen Vorwärtsdrängen abhalten. Der Zorn lenkte und leitete sie alle. An den Toren war das Gedränge so entsetzlich, dass viele von ihren eigenen Kameraden zertrampelt wurden. Zahlreiche kamen auch auf den Ruinen der Hallen, die noch glühten und rauchten, zu stehen, und so ereilte sie das Schicksal nicht anders als die Unterlegenen. Sobald sie nahe an den Tempel herangekommen waren, taten sie, als könnten sie die Befehle des Feldherrn nicht mehr vernehmen, und riefen den Leuten vor ihnen zu, sie sollten doch die Brandfackeln in den Tempel werfen. Die Rebellen hatten zudem keine Hoffnung mehr, über den Brand Herr zu werden.
Denn allenthalben wurden sie getötet oder verjagt. Sogar eine Menge von Bürgern, schwächliche Leute, die sich nicht verteidigen konnten, sanken unter den Schwerthieben der Feinde, wo sie diesen in den Weg kamen. Namentlich beim Altar lagen die Gefallenen zuhauf. Von Blut trieften die Straßen und die Leichen der, die oben den Tod fanden, schlugen unten auf. Und noch ein bisschen weiter. Während nun der Tempel in Asche sank, raubten die Soldaten alles, dessen sie habhaft werden konnten, und metzelten jeden Juden nieder, der ihnen in die Hände geriet. Es waren ihr Tausende. Es gab kein Pardon für das Alter, keine Ehrfurcht vor der Würde. Kinder und Greise, Laien und Priester fielen den Schwerthieben der Feinde ohne Unterschied zum Opfer, und der Krieg tobte unter allen Schichten des Volkes. Einerlei, ob man um Erbarmen flehte oder ob man Widerstand leistete. Das Lodern der Flammen überall verband sich mit dem Stöhnen der Niedergeschlagenen. Man hätte glauben mögen, die ganze Stadt sei vom Brand erfasst, ob der Höhe des Berges und dem Umfang des brennenden Bauwerkes. Entsetzlicher aber und eindringlicher in seiner Wirkung lässt sich nichts vorstellen als das Geschrei der Menge. Und schließlich, etwas weiter heißt es dann, und so legten sie an alles Feuer, was noch übrig war, nämlich an die Reste der Hallen und an alle Tore, mit Ausnahme von zweien, nämlich des östlichen und des südlichen, doch wurden diese später auch noch vernichtet. Und noch etwas später ließ man dann, wie Titus befohlen hatte, dass man alle Mauern schleifen sollte. Also wirklich den Tempel bis auf den Grund verwüsten sollte. Genau wie es hier prophetisch beschrieben ist. Ja, und am Psalm 74, Vers 8, sie sprachen in ihrem Herzen, lasst uns sie niederzwingen allesamt. Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Sie haben ihre Zeichen aufgesetzt, ja? Adler zum Beispiel haben wir gesehen. Aber unsere Zeichen, das sind alle die Zeichen, die für den jüdischen Glauben stehen, wie das Tempelhaus. Völlig zerstört. Der Altar, völlig verwüstet. All diese Zeichen des Glaubens wurden verwüstet. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, welcher weiß, bis wann. Und jetzt kommt die große Frage, bis wann, o Gott, soll höhnen der Bedränger, soll der Feind deinen Namen verachten immerfort? Es war kein Prophet da, der sagen konnte, bis wann. Und in der ganzen Bibel wird nirgends gesagt, wie lange das dauern sollte. Ab der Zerstörung des Tempels bis dann in der Endzeit das jüdische Volk zurückkehrt und den Staat wieder gründet, das Land aufbaut und den Tempel wieder baut. Das wird nirgends gesagt. Wir haben ja die schöne Zeitrechnung gehabt mit den 69 Jahrwochen, oder? Das ging schön bis zum Kommen des Herrn Jesus. Aber jetzt bleibt auch noch eine 70. Jahrwoche. Und in Daniel 9 sieht man, dass die aber ganz versetzt ist ans Ende. In Daniel 9 sieht man, der Messias wird kommen als Fürst, aber danach wird er ermordet, er wird nichts haben. Ein Volk kommt, zerstört die Stadt und das Heiligtum und dann steht, und es wird bis ans Ende Krieg und Verwüstung geben über Jerusalem. Aber wann ist das Ende? Und wenn man dann weiterliest, am Ende steht plötzlich, dass da einer kommen wird, der wird mit den vielen, mit der Masse des jüdischen Volkes, einen Bund schließen für 7 Jahre. Und das ist dann eben, das sind diese 7 Jahre unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Die zweite Hälfte dieser 7 Jahre, das ist dann die große Drangsalszeit von 3,5 Jahren. Also wir haben da in der Zeitrechnung der Bibel einen Stopp zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Da wird nicht mehr, werden die Jahre nicht mehr durchgezählt. Und es gibt keine Stelle, die sagt, wie lang dieser Unterbruch ist. Aber man sieht aus Daniel 9 schon alttestamentlich, da ist ein Unterbruch. Da liegt Zeit dazwischen. Zum Beispiel sieht man in Hosea 3, können wir das kurz aufschlagen? Da sieht man, dass die Zeit der Staatenlosigkeit
und der fehlenden Opfer dauern sollte. Liest jemand vor Hosea 3, Vers 4. Also hier wird gesagt, die Kinder Israel werden viele Tage ohne König und ohne Fürsten bleiben. Das heißt ohne Staat. Und das waren doch wirklich viele Tage von 70 nach Christus oder wo dann wirklich nach einem neuen Aufleben 135 nach Christus die Römer einen zweiten endgültigen Todesschlag versetzt haben. 135 war endgültig der Judenstaat am Boden begraben. Ab 135 vor Christus bis 1948, das waren viele Tage, ja? Eine lange Zeit. Aber es wird nicht spezifiziert. Es sind einfach viele Tage ohne König und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Ja, Opfer darf man ja gemäß 5 Mose 12 nur im Tempel zu Jerusalem darbringen. Und weil die Juden ab dem Jahr 70 den Tempel verloren haben und erst 1967 durch den Sechstagekrieg wieder zurückgewonnen haben, konnten sie nie mehr opfern. Und so sagt der Text, sie werden viele Tage ohne Schlachtopfer sein. Aber wichtig, nicht ewig. Also viele Tage heißt viele Tage, lange Zeit. Und ewig heißt ewig. Also wenn es heißt in Matthäus 25 am Schluss, die ewige Pein, das ewige Leben, dann ist das ewig. Aber wenn da steht viele Tage, dann sind das viele Tage. Ich sage das nur, weil es gibt viele Christen, die ärgern sich über den Gedanken, dass die Opfer im dritten Tempel wiederkommen sollten. Ja, die Bibel sagt, viele Tage werden sie ohne Schlachtopfer sein. Und so haben wir also eine Angabe, dass es eine lange Zeit sein wird, da zwischendrin. Aber die wird nicht spezifiziert. Und das Interessante ist nun, das ist genau die Zeit der Gemeinde. Genau in diese, kann man sagen, in diesen Zwischenraum zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche fällt die Gemeinde. Die Gemeinde wurde nämlich 50 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus wurde die gegründet durch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Also genau nach der 69. Jahrwoche beginnt die Gemeinde. Und solange die Gemeinde hier auf Erden ist, laufen diese Jahrwochen nicht mehr weiter. Aber sobald die Gemeinde entrückt wird, dann kommt die 70. Jahrwoche und dann läuft alles wieder nach dem alttestamentlichen Plan. Also wirklich, das ist die Einschiebung. Und bemerkenswert in Epheser 3 wird gesagt, dass der Leib Christi, die Gemeinde, dass das ein Geheimnis war, dass Gott das in früheren Zeiten nicht geoffenbart hat, aber jetzt enthüllt hat. Also die Gemeinde Gottes besteht aus allen wahren an Jesus Christus Gläubigen heute. Diese Gemeinde wird im Alten Testament nirgends direkt prophezeit. Es war ein Geheimnis. Und Gott hat dieses Geheimnis umgesetzt, genau in der Zwischenzeit zwischen dieser 69. und 70. Jahrwoche. Als eine Einschiebung. Aber das Alte Testament macht klar, da gibt es eine lange Zeit. Also dass da eine Zeitlücke ist, in der ständig Jerusalem verwüstet wird, das kann man sehen. Und das ist auch so geschehen. Durch die Jahrhunderte durch, ab dem Jahr 70, wurde Jerusalem immer wieder aufgebaut, zerstört, aufgebaut, zerstört, aufgebaut, zerstört. Das ging bis in den Ersten Weltkrieg. 1917 haben die Engländer dort einen furchtbaren Krieg geführt gegen die Türken, gegen die Osmanen. Allein in dem Kampf um Jerusalem kamen etwa 20.000 türkische Soldaten ums Leben. Das haben wir alles vergessen, oder? Ein grausamer Krieg. Aber das war nicht fertig. Der 1948 Unabhängigkeitskrieg, das war ein unerbittlicher Kampf um Jerusalem. Und dann 1967 im Sechstagekrieg. Also diese Kette von Krieg und Verwüstung vom Jahr 70 bis in die Endzeit
wie das Daniel 9 sagt, ist eine Tatsache. Und genau in diese Zeit fällt die Gemeinde und genau in diese Zeit fällt die Verbreitung des Evangeliums in aller Welt, in allen 5 Kontinenten. Ja, also darum kommen wir zurück. 74, Vers 10. Bis wann, o Gott, soll höhnen? Die Bibel gibt keine Antwort, bis wann. Mit einer Zeitangabe. Aber wir haben die Endzeitzeichen, die uns klar machen, dass wir jetzt eben am Ende dieses Einschubes sind. Und ich habe das für mich so aufgearbeitet, ich komme auf etwa 150 erfüllte Endzeitprophezeiungen. Und eine davon ist eben, die Juden werden gesammelt aus allen 5 Kontinenten zurück in ihr Land. Und darum wissen wir, wir sind jetzt am Abschluss. Bis wann, oh Gott, soll höhnen? Liest jemand weiter, Vers 11. Warum ziehst du deine Hand und deine Rechte zurück? Zieh sie hervor aus deinem Gewandbausch. Mach ein Ende. Gott ist ja mein König von alters her, der Heilstaten vollbringt aus der Erde. Jawohl. Also, das jüdische Volk betet hier. Warum steht Gott, greift Gott nicht ein in unserem Schicksal, das wir erleiden? Aber es ist doch so, Gott ist doch unser König seit dem Auszug aus Ägypten. Da ist Gott der König Israels geworden. Dann weiter, Vers 13. Du hast aufgestört das Meer durch deine Macht, hast zerschmettert die Häupter der Wasserungeheuer auf dem Wasser. Du hast zerschlagen die Köpfe des Leviathans, gabst ihm zur Speise den Haifischen des Meeres. Ja. Da bin ich nicht ganz einverstanden mit der Übersetzung. Besser sollte es da heißen, Vers 13, du zerteiltest das Meer durch deine Macht. Haben das auch andere Übersetzungen? In dem Sinn? Gespalten, zerteilen, genau. Das ist nämlich ein Bezug auf die Spaltung des Roten Meeres nach dem Auszug aus Ägypten. Eben, da wird wieder, Gott wird daran erinnert, du hast doch dieses Volk damals aus Ägypten errettet, wie wir schon gesehen haben in Vers 1. Vers 2, gedenke deine Gemeinde, die du erworben hast vor Alters, erlöst als dein Erbteil. Damals, als du sie aus Ägypten geführt hast, hast das Meer gespalten. Und dann wird dieses Seeungeheuer erwähnt, dieser Leviathan. Und an verschiedenen Stellen wird Ägypten in der Bibel mit einem Seeungeheuer verglichen. Ich gebe nur eine Stelle an, stellvertretend für mehrere, in Hesekiel. Da haben wir einen ganz wichtigen Abschnitt über Ägypten. Ja, in Hesekiel 29 kann man für sich nachlesen. Da wird der Pharao, der Inbegriff von Ägypten, wird dort verglichen mit einem großen Seeungeheuer. Und hier, wenn also steht, du hast das Meer zerteilt und du hast den Leviathan eben zerschmettert, das bedeutet, dass Gott eben Ägypten, das ägyptische Reich damals zusammengeschlagen hat durch die Plagen über Ägypten. Und dann weiter, Vers 15. Lesen Sie nur weiter, Herr Bahr. Vers 15. Eben noch Psalm 74. Ach so. Ja. Einfach da weiter, wo Sie gelesen hatten. Ja. Du ließest Quelle und Bach hervorquellen, immer fließende Ströme trocknest du aus. Jawohl. Also hier, du ließest Quelle und Bach hervorbrechen, erinnert an Gottes Fürsorge während der Wüstenwanderung, als er dem Volk Wasser aus dem Felsen gab. Genau. 2. Mose 17 und dann nochmals 4. Mose 20. Und nun weiter, Vers 16. Dein ist der Tag, dein auch die Nacht. Den Mond und die Sonne hast du bereitet. Du hast festgelegt alle Grenzen der Erde, Sommer und Winter, du hast sie geschaffen. Jawohl. Jetzt wird Gott vorgestellt, nicht nur als der
sein Volk versorgt hat, damals nach dem Auszug aus Ägypten, sondern der Gott, der über die ganze Welt Herr ist. Also der Schöpfer, der Tag und Nacht eingerichtet hat und auch die Jahreszeiten und eben auch die Grenzen der Völker weltweit. Ja, Vers 18. Denk daran, der Feind hat gehöhnt, Herr, und ein törichtes Volk hat deinen Namen verachtet. Ja, jetzt kommt der Psalmist wieder zurück auf dieses Volk, das den Tempel verwüstet hat, das römische Volk. Ein götzendienerisches Volk wird hier beschrieben als törichtes Volk oder gemeines, gottloses Volk. Ja, weiter. Gib nicht den Raubtieren hin, die Seele deiner Turteltaube. Das Leben deiner Edelnen vergiss nicht für immer. Schaue hin auf den Bund, denn der Schlupfwinkel des Landes sind voll von Städten der Gewalttat. Lass den Unterdrückten nicht beschämt davongehen, den Elenden und Armen lass deinen Namen loben. Jawohl, also hier betet nun der, kann man sagen, der gläubige Teil des jüdischen Volkes, dass Gott sich ihr annimmt und eben seine Bundesverheißungen, zum Beispiel an Abraham und auch an David, erinnert und sein Volk eben befreit. Und jetzt kommt ganz entscheidend, Vers 22. Stehe auf, Gott, führe deinen Rechtsstreit. Gedenke deiner Verhöhnung durch die Toren den ganzen Tag. Vergiss nicht die Stimme deiner Widersache, das ständig aufsteigende Getöse derer, die sich gegen dich erheben. Jawohl. Jetzt wird hier Gott aufgerufen, er soll aufstehen. Eine ganz interessante Stelle. Und das kommt noch mehrmals vor in der Bibel, dass Gott so aufgerufen wird, er soll aufstehen. Zum Beispiel Psalm 68, Vers 1. Das ist auch ein messianischer Psalm, den wir aber noch nicht angeschaut haben. Kommen wir dann später noch einmal zurück. Psalm 68, liest jemand Vers 2? Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen werden fliehen vor seinem Angesicht. Jawohl. Gott wird sich erheben, oder man kann es als Wunsch übersetzen, möge Gott aufstehen. Stehe auf, haben wir hier. Dann Psalm 57, Vers 5, beziehungsweise Vers 6. Erhebe dich über den Himmel, o Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Vers 11 oder Vers 12. Der letzte Vers. Erhebe dich über den Himmel, o Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Jawohl. Und vielleicht, es gibt noch mehr, aber noch ein letztes Beispiel. Psalm 12, Vers 5. Beziehungsweise 6. Wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen, will ich nun aufstehen, spricht der Herr. Ich will in Sicherheit stellen den, gegen den man schnaubt. Jawohl, das ist jetzt die Antwort auf das Gebet in Psalm 74. Oder? Wir haben gesehen, Vers 19, Psalm 74, wie gesagt, gib nicht dem Raubtier hin die Seele deiner Turteltaube, die Schar deiner Elenden vergiss nicht. Vers 21, nicht kehre beschämt zurück, der Unterdrückte, lass den Elenden und Armen deinen Namen loben. Stehe auf, o Gott. Und Gott sagt hier, wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen, will ich nun aufstehen. Nun, lesen wir ja von dem Herrn Jesus, dass er nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt sich gesetzt hat zu Rechten Gottes. So haben wir das zum Beispiel in Markus 16 am Schluss beschrieben. Liest jemand Markus 16, Vers 19? Jawohl. Also der Herr setzte sich auf den Thron Gottes im Himmel, als Mensch, als auferstandener Mensch. Aber er hat ja nie aufgehört, Gott zu sein. Als Gott und Mensch
in einer Person. Nun liest man dann später in der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde entstanden ist am Pfingsttag und wie sie Zeugnis abgelegt haben, aber wie dann Widerstand wach geworden ist und es kommt schließlich in Apostelgeschichte 7 zur Steinigung des Stephanus. Das nach einem Jahr des Zeugnisses in Jerusalem. Und nun, was lesen wir bei der Steinigung des Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 56. Liest das jemand vor? Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Stehen. Ha. Wieso steht ihr hier? Nun, Petrus hat in einer Predigt, die eben in dieses Jahr hineinfällt, von Pfingsten bis zur Steinigung des Stephanus, bereits Folgendes gesagt. Apostelgeschichte 3, Vers 19, da ruft er das Volk Israel gesamthaft zur Umkehr und zur Buße auf. 3, Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Also er sagt, tut Buße und dann sendet Gott Jesus Christus und er wird Israel wiederherstellen. Und da stand der Herr Jesus bereits, als Stephanus eben den Himmel geöffnet sieht. Der Herr war bereits aufgestanden, in dem Sinn bereit, wenn Israel Buße getan hätte auf die Predigt von Stephanus, die noch eine letzte Chance war für eine nationale Wiederherstellung Israels. Aber sie haben es nicht angenommen. Und so ist der Herr nicht gekommen. Er hat sich wieder gesetzt. Aber in der Endzeit werden die beten, stehe auf, o Gott, führe deinen Rechtsstreit. Und so wird der Herr Jesus dann am Ende der großen Drangsalszeit, wenn Israel in die schrecklichste Bedrängnis kommen wird. Nicht wahr? Heute denkt man immer noch, Israel hat eine unglaublich starke Armee, ist eine der stärksten Armeen der Welt, rangiert unter den ersten Armeen der Welt, obwohl so ein kleines Volk. Aber in Daniel 12 wird gesagt, im Blick auf diese 3,5 Jahre Drangsal, es wird gefragt, wie lange soll das alles dauern? Und dann heißt es, bis die Kraft des heiligen Volkes am Boden zerschmettert ist. Das heißt, Israel wird in der Drangsalszeit wirklich an den Punkt kommen, wo man sagen muss, jetzt haben wir keine Kraft mehr. Vollkommen am Boden zerschmettert. Und dann wird der Herr Jesus aufstehen. Das wird nur die einzige Hoffnung sein. Heute gibt es viele Israelis, die vertrauen auf die Armee. Denken, gut, wenn die uns angreifen, dann schlagen wir zurück und da ist ja auch das atomare Potenzial im Gespräch. Ja, und so vertrauen sie anstatt auf den Herrn, auf ihre eigene Kraft. Aber Gott wird dieses Volk bis an den Punkt führen, wo sie sehen, es gibt keine andere Hoffnung als nur der Herr. Wenn ihre Kraft zerschmettert ist, dann wird er aufstehen und wird das wahr machen, warum hier gebeten wird. Ja, gibt es noch zum Schluss Fragen? Da heißt es in Vers 22, oder der Angriff gilt dir. Also als es da heißt, bei mir in der freien Übersetzung, Gott greife endlich ein, denn ihr Angriff gilt dir. Jawohl, genau. Also wörtlich ist es, gedenke deiner Verhöhnung. Also gedenke daran, wie die Menschen durch ihre Lästerung dich angreifen. Genau. Und so wird er dann eingreifen zugunsten seines Volkes. Das ist eigentlich wie bei der Gemeinde auch. Eigentlich wird nicht die Gemeinde angegriffen, sondern Gott selbst. Genau. Jeder Angriff auf die Gemeinde ist letztlich ein Angriff auf Gott. Und darum gilt, was Gott von Israel sagt in Sacharja 2, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Das ist genauso wahr für die Erlösten. Wenn jemand, Erlösten der Gemeinde meine ich, wenn jemand ein Kind Gottes angreift, dann vergreift er sich eigentlich am Augapfel Gottes. Saul, warum verfolgst du
Genau, dort sehen wir das auch sehr schön. Saul hat die Christen verfolgt, aber der Herr sagt, Saul, warum verfolgst du mich? War er bedrängt, genau. Jesaja 63, Vers 9. Der Herr fühlt in allem vollkommen mit, als wäre es eben sein Leiden, wenn wir leiden. Ja, noch eine Frage? Ja, das steht aber nur ein einziges Mal hier, dass Jesus, also rechte Gottes steht. Sonst steht es in der Bibel immer, er sitzt, oder? Ja, genau. Nur in Apostelgeschichte 7, in Verbindung mit Stephanus, genau. Das war eine letzte Chance für eine vollständige Wiederherstellung Israels. Natürlich wusste Gott, dass es nicht dazu kommen würde. Aber es ist trotzdem die Verantwortung Israels gewesen, dass es keine Wiederherstellung gegeben hat. Also es ist nicht durch das Vorwissen Gottes, sind sie halt einfach, musste es so kommen, sondern Gott hat gewusst, was sie in eigener Verantwortung tun würden und hat darum aber trotzdem die Möglichkeit der Wiederherstellung angeboten, aber sie haben es abgelehnt. Genau. Schlagen wir doch diese Stelle gleich auf, noch zum Schluss. Jesaja 49, das ist eine messianische Stelle, also die von dem Herrn Jesus spricht, der enttäuscht ist, dass sein Dienst an Israel eben nicht eine Wiederherstellung des Volkes gebracht hat. Er sagt, umsonst habe ich mich abgemüht, Jesaja 49, Vers 4. Aber Gott sagt dann in Vers 5, also Jesaja 49, Verse 5 und 6. Liest jemand vor? Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knechte gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden, aber ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um ein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Jawohl. Also der Herr hätte gewünscht, dass Israel eben wiederhergestellt werden könnte. Aber Gott sagt dann zum Messias, es ist zu gering, dass du nur dafür da bist, Israel wiederherzustellen. Ich habe dich gesetzt zum Licht der Nationen. Und dadurch, dass Israel eben keine Wiederherstellung damals erfahren hat, kam das Evangelium in die ganze Welt, gab es 2000 Jahre Weltmission. Und das ist die Erfüllung von Vers 6b. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Und jetzt sind wir eben in dieser Zeit angelangt, wo das Evangelium alle Nationen der Welt erreicht hat. Der Jesus sagt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 13, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden allen Nationen zu einem Zeugnis. Wichtig, es heißt dort nicht allen Menschen zu einem Zeugnis. Es heißt auch nicht allen Stämmen zu einem Zeugnis. Es heißt auch nicht allen Völkern zu einem Zeugnis. Griechisch Volk wäre Laos, aber hier steht Ethnos, Nation. Nation, Ethnos ist die größte soziale Einheit. Die kleinste Einheit ist die Ehe, ein Mann, eine Frau, dann die Familie, das kann sein ein Mann, eine Frau und ein Kind, das können auch 8 Kinder sein, das ist eine Familie. Und wenn ganz viele Familien zusammen sind, dann spricht man von einem Stamm. Und wenn ganz viele Stämme zusammen sind, dann spricht man von einem Volk. Indien ist eine Nation, die besteht aus vielen Völkern, ebenso Russland, viele Völker. Aber Nation ist der Oberbegriff. Und das ist nun aber in unserer Zeit ist das Realität geworden, im 20. Jahrhundert, dass nun alle Nationen erreicht sind. Und der Herr sagt dann, nein, mit anderen Worten, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das ist ergreifend. Das ist eine von diesen 150 Prophezeiungen der Endzeit, man sagen kann, das erfüllt. Jetzt. Das war nie der Fall, 2000 Jahre lang.
Aber jetzt ist das Evangelium zu allen Nationen gekommen, dann wird das Ende kommen. Gut, dann wollen wir noch mit Gebet abschließen.